Seit 1991 führen Maria Furtwängler, 55, und Hubert Burda, 82, eine Vorzeige-Ehe, trotz der rund 25 Jahre Altersunterschied. Allerdings nach mehr als 30 Jahren des Zusammenlebens. Nun ist die Ehe von Maria Furtwängler und Hubert Burda am Ende. Die Trennung des Paares bestätigt eine Sprecherin der Schauspielerin. Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben, gibt eine Sprecherin der Schauspielerin am Montag, 15. August 2022, gegenüber der deutschen Presseagentur bekannt. Weitere Details zur Trennung geben die noch Eheleute nicht bekannt. Die studierte Ärztin und Schauspielerin und der Medienmogul gaben sich am 8. November 1991 das Jawort. Ihr Privatleben hielten Burda und Furtwängler trotz ihrer großen Medienpräsenz weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Während es für Furtwängler die erste Ehe war, war Burda zuvor bereits mit der Kunsthistorikerin Christa Ma verheiratet. Ihre Ehe wurde 1972 geschieden. Es gibt ein bemerkenswertes Interview, das Furtwängler 2012 über Selbstbeherrschung gab. Ich habe nun mal einen extrem starken und selbstbewussten Mann, in dessen Schatten man leicht zum Umfeld wird, zum Satelliten. Es klingt jetzt wahnsinnig klischeehaft, aber daraus ist möglicherweise umso mehr das Bedürfnis entstanden, mich selbst und meine eigene Welt zu finden. In einer Erklärung im Namen der Eheleute, die der Nachrichten 360 vorliegt, heißt es, Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben. Darüber hinaus machte das Paar in der Angelegenheit keine weiteren Einzelheiten öffentlich. Die beiden Eheleute haben zusammen eine Tochter und einen Sohn. Elisabeth Furtwängler ist Musikerin, ihr Bruder Jakob Burda ist als Digitalunternehmer tätig.